So, willkommen zurück im, ich glaube, achten Part bei The Walking Dead. Wir haben eine Farm erreicht, oder besser gesagt eine Molkerei. Carly und unser neuer Begleiter Ben, war das Ben? Ja, das war Ben, sind zurückgegangen, um die anderen zu holen. Und wir werden jetzt hier erstmal noch ein bisschen mit anpacken, um unsere Bereitschaft, etwas zu tun, zu beweisen. Und da würde ich sagen, quatschen wir nochmal mit Annie. Der scheint ja der älteste Sohn hier zu sein. Hi. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back in the motel that you folks are pretty well armed. Been stockpiling, huh? Naja, eigentlich auch nur ein Gewehr und eine Pistole, oder? Wir können helfen, junge Geisel. Yeah, if you need some extra people to protect the dairy, you can count on us. Well, hopefully it'll never come to that, but thanks. So, na, lass uns mal den Zaun ablaufen. Sind wir die ersten Gäste hier? Lass uns die Umzäunung reparieren. Ja, erstmal, ja. Gibt's noch mehr? We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no, we've made similar deals with other folks, trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact with. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. The fence will stop a walker in about 3 or 4 seconds, but gets overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. Generator läuft doch. The northwest section, and if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. You never know. Alles klar. Boah, die hat so eine krasse Stimme. Geil. Das ist ja eine riesige Fläche, eine riesige Molkerei. St. John's to like us? Well, we don't want to seem over anxious. Showing them we can handle this fence is gonna go a long way. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. What's up with you telling him what I said about him thinking I'm dangerous? Look, you said it. You even admitted it right to him. Er ist ein Stück Scheiße. Irgendwie kriegen wir das auch schon hin. Ich versuche zumindest höflich zu bleiben. We'll work it out somehow. Well, hopefully he'll calm down once he's out here. Er sieht aber nicht so aus, als wäre der Lee, it's dead. Durch den Zaun gestorben. Maybe the St. John boys are using this guy for target practice. Poor guy. I don't know what got him first, the arrow or the fence. Either way, hope he was already dead. Okay, der Strom ist aus. Lampe leuchtet ja da hinten nicht. Na dann, ich nehme erstmal den Pfeil raus. Disgusting. Who do you think he was? Es ist egal, vielleicht ein Farmarbeiter, wenigstens ist er einer von uns. Ja, ist egal. It doesn't matter. Und weg! Come on. I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Yeah, well, it's useless without gas. We might need food, but the St. John's need gas, too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas, easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. What do you mean by that? I don't know. They seem decent enough. Ja, das stimmt. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. That's all. Thanks. There's another one. I see it. Ja, stimmt. Wir haben ja im, fällt mir jetzt gerade noch ein, im letzten Part noch mitbekommen. Es hat Ben ja erzählt, dass wir alle infiziert sind und dass es egal ist, ob man gebissen wird oder nicht. Weg. Dass es egal ist, ob man gebissen wird oder nicht, man auf jeden Fall infiziert ist und sich dann halt verwandelt, wenn man stirbt. You never get used to the smell, do you? Aber warum? Auf jetzt, also jetzt auf einmal. Also muss er irgendeine Ursache haben. Das würde ich auf jeden Fall ganz gerne noch wissen wollen. Thinking about dinner. Would have been nice to get some of those rations. I get hungry too, you know. Just try to focus on the task.
They knew what they were doing, teasing us with food and then giving us chores. Having a good meal will be worth it. Wollte gerade sagen, hat ja nur nicht mit Locken zu tun oder sowas. Macht ja ohne Sinn. I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we'd get better leverage from the other side. Good idea. If you're waiting for that guy to help, it ain't gonna happen. Come on. Ja, nun beruhige dich doch erstmal. Entspann dich. Und los. Na? Holy fuck! What just happened? The fences are on. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. Oh, was? Oh, hab ich mich jetzt erschrocken? Alter, warum? Hä? What the? Get to the gate. Get down. Was ist denn nun? War das eine Falle? Who the fuck is that? No idea. Fuck. Hä? Now what? With the fence on that gate, it's our only way out. Oh Gott, Wow, okay. Den Truck. Was ist das jetzt? Wie? Sind das jetzt die Brüder oder wie? Pack doch mal mit an, Mensch! Kann ich das Ding abkoppeln? Ja, ich sehe gerade gar nicht durch. Ja gut, aber irgendwann wirst du ja keine Pfeile mehr haben. Shit, was ist denn jetzt hier? Wer sind die denn? No fuel. Of course. Na Gott, shit, okay, der blockiert es noch. Jetzt können wir ihn als Deckung nutzen. Erreiche im Schutz des Traktors das Tor. Ja, ist der Plan. Komm doch mal an den Trecker ran hier, Mark. Wie viele sind denn das überhaupt? What happened? Shit. It's one of the dead we pushed down earlier. Gonna have to move it. Oh nee, ich will den nicht anfassen müssen. Scheiße, da geht da jetzt bestimmt noch mal irgendwas schief. Eins, zwei, drei. Ich glaube, drei Typen sind es, oder? Ja, eins. Och man, komm, sowas kann ich nicht leiden jetzt hier. Woher soll ich das jetzt wissen? Ich weiß genauso viel wie du. Jetzt muss doch so ekel. Oh, na genau, sowas meinte ich nämlich. Verdammte Scheiße! Weg! Mach Platz! Komm, los! Aus! Pfui! Nur hau ihm doch mal in die Fresse, Mann! Was? Nein, ernsthaft? Jetzt kommt er uns hier hinterher? Ist das scheiße? Mann. Let's get out of here. Scheiße, die können ja jetzt auch einfach auf die Molkerei oder auf die Farm kommen. Lee, what's wrong? Der elektrische Zaun stand plötzlich unter Strom, wir sind in den Teil geraten. There was a goddamn ambush out there. Holy shit, are you okay? Bandits here on our property? Oh my lord, what happened to you, sweetheart? It was those bastards in the woods, mama. Yeah. I'll be all right once it's out. God damn, it hurts. Hey, y'all. Mark, oh my Yo, god. Was geht denn? What happened? He got shot with an arrow. Christ, are you gonna be okay? Yeah, I'm fine. I should just pull it out. Oh no, honey. Come on, Brenda's got you. Come on inside now.
We'll have you all sorted out. Mama regelt es. Die Bin-Muttis. What kind of shit is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Ja, warum habt ihr denn den Strom angemacht? We were able to get them to stop by making a deal. You knew about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. Es ist hier nicht so sicher, wie wir geglaubt haben. Das ist dumm gelaufen. So viel zu deinem Verständnis. Ah, fuck! Jesus, Lee. Say something. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Bandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor inn. Oh, God, I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. No, Mama, it's often. Jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor inn until we get back. Hey, kids, look what Lee got working for you. A swing. I love swings, just like at my treehouse. Come on, Doc. Thanks, Lee. You're the best. Yeah. Ah, geil. Okay, dann gucken wir mal gleich zu Clementine und Doc. Chill mal erstmal ein bisschen mit denen. Quatsch mal mit Clementine. Hey Clem, do you like the swing? Yeah, it's fun. Thanks for fixing it. You're welcome. Will you push me on it? Klar. Sure. Logisch. Push you on the swing. Mind if Clementine takes a turn? All right, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Okay. Können wir noch eine zweite bauen? War die Mucke wieder? How are you holding up, Clementine? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? You got lucky out there. It'd have been a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? Man, we have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky, too. Ever since I met you, I've had good luck, so don't worry. Okay. What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things will ever get back to how they were? Yeah. I'm not sure when. One day, things have got to get back to normal. That's good. I hope it's soon. Yeah, me too. Don't worry. We're safe here now. As long as the bad people don't get me too, right? I won't let what happened to Mark happen to you. Promise? I promise. All right, Clem, that's enough for now. Okay, thanks for pushing me. Of course, it's all yours. Yeah! Okay, Duck, don't pop a gasket. Ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie... Das Spiel ist echt cool. Die Clem ist so süß, die ist so toll, die ist so cool. Man will wirklich richtig, also alles richtig machen, damit ihr halt nichts passiert. Das Spiel hat es halt geschafft, ganz schnell sie halt like a feeding station for the cow. Als absoluten Mittelpunkt hinzustellen.
und sofort auch irgendwie eine emotionale Beziehung zu ihr aufzubauen. Das ist having a crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. Und das Spiel erinnert mich natürlich auch ein bisschen an The Last of Us, was ich ja mit Krischi zusammen gespielt habe. Aber ich muss auch einfach sagen, Ellie, die ein absolut cooler Charakter ist, die ist tough, die ist witzig, hat man ganz schnell irgendwie eine emotionale Bindung so. Aber das ist mit Clem irgendwie noch krasser, weil sie halt auch noch jünger ist und... Cool. Was geht denn bei euch hier? Lee, oh my god, I'm so glad you two didn't get killed out there. Do you think Mark will be okay? Halt die Fresse. Wish I knew, but I think he's in good hands now. Yeah? It's not too bad? He'll be fine. I've seen guys go through worse. How could you all bring us to this place? Ihr könnt euch doch verpissen! Was hältst du davon, das Motel zu verlassen? Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Was? Sie und Kenny? Achso, wahrscheinlich soll es eigentlich du und Kenny hab... Ihr... How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. Dich habe ich nicht gefragt! I don't know. If we just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Ja, hätten wir aber auch heute Abend nichts zu essen. Ah, klar, reicht mir für heute. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong. Alter, der Typ geht mir so auf die Quetsche, Alter! Ganz im Ernst, warum können wir nicht einfach sagen, okay, ciao, hier geht jeder eurer Wege oder was weiß ich? Aber wie kann man denn... Oh, er ist genau das Gegenteil zu Clem. Er ist nicht nur klein und niedlich und süß, sondern er ist auch noch alt, fett, hässlich und stinkt wahrscheinlich. Sondern labert auch die ganze Zeit nur Scheiße. Gucken wir mal in die Scheune. Na? If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. Ja, das kann man machen. Gut. Okay, ich hab die Zeit komplett vergessen. Ich weiß nicht mehr, wann ich angefangen habe aufzunehmen und wann nicht. Mit den beiden haben wir gesprochen. Läuft der Generator wieder? Ja, wer hat jetzt denn eigentlich den Generator angemacht? Nun gut. Dann quatschen wir mal noch kurz mit den beiden Brüdern. Fellas, how you feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. We should have told you how dangerous it was. No shit. You saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Noch nicht, denn... We'll go in a few minutes. Just need to check on a few things before we head out. Sure, that's understandable. Talk things over with your group. Just come find us when you're ready. I'll do that. Das machen wir im nächsten Part. Oh, der Moment mit Clementine auf der Schaukel, der war schon wieder so richtig krass. Also nicht nur krass im Sinne von ist krass, sondern auch einfach so richtig friedlich, richtig geil und krass und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Lasst es ruhig mal wieder öfter klicken. Macht's gut. Ciao.